Das Radio 1 Parkfest. Die Black Keys und Fieber. Hier haben auch viele Menschen Fieber, also vor allem die Menschen, die gerade in der Nähe von Bela B. sind. Echse. Ja. Was sagst denn du dazu? Also es rudeln sich Menschen um einen Mann, einen schwarzhaarigen Mann mit Sonnenbrille. Da muss ich sagen, zu Recht. Muss man auch mal anerkennen. Muss man sagen, gut, das ist ein junger Mensch, der steht noch am Anfang seiner Karriere, der hat gewisserweise verdient, auch ein bisschen, sagen wir mal, ist ja das, die brauchen das, weißt du? Ich bin da drüber mittlerweile. Schon ein bisschen weg. Mir genügst du, Marion. Ach Mensch, das hast du aber schön gesagt. Sag mal, du bist ja nun das Urgestein von fast allem, oder eigentlich von allem, nicht allem. Du hast eigenhändig und unter großen persönlichen Einlass auch Zellen geteilt. Ja, und richtig. Hast du eigentlich Darwin mal persönlich kennengelernt? Also du bist ja verantwortlich für das alles? Nee, ich bin direkt verantwortlich. Er hat das aber so nicht gesehen, hat das mal ein bisschen anders aufgeschlüsselt. Ach so. Kannst dir vorstellen, da sind wir nicht ganz grün miteinander. Ja? Grün? Deine Augen sind grün. Sag mal, wollen wir mal ein Spiel machen, wer zuerst nicht blinkert? Das machen wir. Und los. Ist aber im Radio eher kontraproduktiv, glaube ich. Aber für mich ist es schön, weil ich dann deine Augen gucken kann. Ja. Deine Warum Augen machst du eigentlich Radio? Ey, warte mal, du machst immer deine Zigarre hier irgendwie an meinem. Was sagst du? Wollte ich auch mal heiß machen. Also, ja. Muss ja möglich sein. Sag mal, du bist immer noch in deiner Sommerkleidung. Hast du eigentlich vor, ich meine, ich kenne dich nur mit diesen Sandalen. Ja. Man muss für die Radiohörer, die Echse noch nicht persönlich gesehen haben, sagen, mach dir ein Angebot, Marion, dann lernst du mich ohne Sandalen kennen und ohne Kleidung. Ich weiß nicht, ob ich das will. Dann müssen wir aber hinter der Sendung, also nach der Sendung. Hinter der Sendung. Wir haben damals früher immer beim Radio gesagt, hinter der Sendung. Früher? Das wisst ihr gar nicht mehr. Nee, das stimmt, das stimmt. Du bist ja ein sehr weises Tier, weil du ja schon so lange auf der... Kannst sehr. Ich habe meine Frage noch gar nicht formuliert. Aber trotzdem, du wolltest aber schon mir die Aussage ist, weißt du, die wichtigsten Fragen im Leben sind Aussagen. Aha, denk mal drüber nach. Okay. Hast du dir Stiefel gekauft? Bitte? Nicht. Du bist ja auch ein Stecher. Was bin ich? Ein Stecher. Kennst du den Begriff? Nee, kenne ich überhaupt nicht. Nee? Ich kenne das von Skorpion oder Cobra. Ich kenne dich nur aus dem Fernsehen. Ja. Und da viele kennen mich nur aus dem Fernsehen. Ja, es werden dann noch viel mehr. Aber ich mach manchmal auch Radio, weißt du, wie die einfachen Leute. Ja, wie die einfachen Leute. Ja. Du gehst ja bald in die ARD, habe ich gehört, und machst da Frischzellen. Wobei Frischzellenkur geht ja bei dir irgendwie nicht, oder? Ja, weißt du, ich gehe in die ARD kommt zu mir. Das ist ein kleiner Unterschied, aber ich sag mal so, ich mache was ich mache, und wer dann drauf hält von den Vögeln, okay, gerade ist es die ARD. Wer soll es noch werden? Nichts loslassen vom sollen müssen. Loslassen? Ein Philosoph, das hast du von Aristoteles wiederum gelernt. Mit dem hast du ja das erste Theater gegründet. Wir haben unheimlich viel Amphibientheater gemacht. Am Anfang so. Ari. Weißt du übrigens, dass wir auch einen Ari haben im Radio? Ja, die Verleihfirma. Nee, kenn ich nicht. Ari? Ari ist dieser Verkehrsfunker. Funk. Es gibt doch, wenn man Verkehrsfunk und dann kommen die Blitzer, wenn dann plötzlich das Radio angeht im Auto und die Leute kriegen dann die Verkehrsmeldung. Und der heißt bei euch dieser Ari? Dieser Ton, der heißt Ari. Wenn es Piep macht und dann wieder wenn Piep. Wenn es Piep macht, der heißt Ari. Und manchmal vergessen die es zufällig, kommt dann noch rein, die Nachrichten wurden präsentiert von Lidlip und dann heißt Piep. Ne? Ja. Und was das wieder kostet, ganz andere Frage. Was kostest denn du eigentlich? Unbezahlbar. So ein Blick in deine Augen, würde ich mal sagen, ist ungefähr angemessen. Ja. Bist du eigentlich sterblich? Ja, soll ich mal zeigen? Ja. Achtung, könnt ihr jetzt im Radio nicht sehen, ich lass mal die Seele kurz raus. Das ist eigentlich schade. Und wieder da, Marion. Wisst ihr, die Form... Weißt du, was ich vorhin beobachtet Form habe? Form und Zeit ist eine Illusion. Ja, okay. Was ich vorhin beobachtet habe, da ist ja hinten so ein Zottel an dir dran. Du nennst ihn Zottel, ne? Das ist der Zottel, ja. Das ist mir irgendwann auch aufgefallen. Dachte, was stinkt denn da? Weißt du, weißt, dass der... Im Hals, immer hinten am Nacken, ist mir immer so nass dann, weißt du, wenn das dann so da rein... Ich dachte, es regnet, aber regnet ja gar nicht. Vorne regnet es nicht, hinten regnet es. Und da habe ich festgestellt, das ist er. Aber du kannst ihn doch erziehen, oder? Dass nein, ich habe ihm jetzt gesagt zum Beispiel, es wäre schön, wenn er vor so einem Auftritt hier duscht. Ja. Weil es nützt die schönste Blumenwiese nichts, wenn dahinter eine Kläranlage steht. Aber jetzt habe ich meine Frage vergessen.
Das macht nichts. Spür, da kommt die nächste. Einfach reinspüren. Ich hab, ja, weißt du, genau, ich wollte sagen, der Zottel vorhin, der hat als er sich vorbereitet hat auf seinen, auf deinen Auftritt, hat der hat ja auch plötzlich den Kopf leer gemacht. Mit? Weißt du, wie der das gemacht hat? Ich habe den noch nie mit vollem Kopf gesehen, ganz ehrlich. Der hat sich, der stand einfach da und hat ein großes schwarzes Loch gespielt. Ja, aber weil er nicht, weil muss er gar nicht spielen, da ist, oder? Das ist ja, keine Kunst, ganz ehrlich. Ja. Ja. Was machst du denn dann nachher in der ARD, weißt du das? Also wenn die ARD zu dir kommt? Ja, ich habe ja also im Frühjahr diese sehr erfolgreiche Sendung Weltall Exe Mensch hier im RBB Fernsehen präsentiert. Und das wird gewissermaßen erstmal wiederholt in der ARD, eine oder andere die Folge. Die ARD wiederholt Sachen, die der RBB zuerst ausgestrahlt hat? Nur dann, wenn der gute Moderator da ist. Ja, und das wäre jetzt in dem Falle gegeben. Okay. Was ich auch gehört habe, du kannst sehr erfolgreich in die Zukunft der Menschen schauen. Also kannst du meine Zukunft gucken? Weißt deine du? Zukunft findet sehr, sehr bald hinter diesem Backstage-Wagen statt. Okay, ich habe Angst. Bitte? Ich habe Angst. Nein, ich musst du nicht, die nehme ich dir. Okay, gut. Aber stimmt das? Kannst du das auch mit anderen Leuten? Die? Natürlich kann ich das auch mit anderen Leuten. Mach doch mal. Jetzt hier? Naja, nee. Mit wem denn? Weiß nicht. Zum Beispiel hier diese Frau mit den roten Haaren, mit den lilanen Haaren. Lilane Haare? Die so abwesend geguckt hat gerade. Ja. Das wird noch eine Weile so bleiben mit den Haaren. Ah, okay. Das scheint mir nicht von Natur... Hat sie sich gestern unter der Laterne gefärbt? Und wer sich gestern unter der Laterne was färbt, wird auch morgen jenseits der Laterne noch so sein. Das kann man fast ganz schon als Schlusswort nehmen. Übrigens musst du erst dahin kommen, Exe, dass Menschen für dich am Abend vorher vor dem Auftrittsort schon schlafen. Was? Das habe ich akustisch jetzt nicht verstanden. Ja, ich habe mich auch gut ausgedrückt. Das ist meine Art manchmal. Sie haben übernachtet hier, damit sie dich sehen können. Wir sind doch wegen Bela hier. Ach so, okay. Immer ruf aufs Schlimme. Letztes Jahr, da habe ich mit Silke super gesprochen. Das war auch das schön. Das war viel besser, stimmt's? Es war auch schön. Klar war es besser, aber auch schön. Okay, ich würde jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen, danke, dass du da bist. Bitte. Du darfst dich hinter der Bühne dann, da sind noch andere Menschen. Das machen wir, wir machen das klar. Wir machen das klar und wir sehen uns. Danke für die Einladung. Okay. Bis gleich. Ich möchte mich nachher noch ein bisschen mit Zottel unterhalten. Ist das okay? Für mich nicht, aus eure Sendezeit. Okay, danke. Ja. Die Exe. Schön feiern. Das Radio 1 Parkfest.